Core Gaming Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Ich habe trainiert Mehrfachschlag ist mittlerweile auf Stufe 2, das heißt, wir greifen vierfach an. Weapons sind alle besiegt. Ich habe nochmal nachgelesen wegen der Villa. Ich finde es nicht wieder. Ich weiß nicht, wen wir da ansprechen müssen. Statt damit Zeit zu verschwenden, würde ich sagen, rüsten wir uns doch für den letzten Kampf. Ja? Würde ich jetzt spontan sagen. Ich denke, ich werde mit der Truppe antreten, die wir jetzt haben. Die finale Rüstung werden wir erst machen, wenn wir so ein bisschen, wenn wir ein bisschen fortgeschrittener sind im Krater. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß in etwa wo, was, wie, wann und hast du nicht gesehen ist. Von daher, okay. Wir gehen dann heute Anfang Richtung Ende. Das heißt, wir brechen erstmal zum Nordkrater auf. Ich habe die Jungs geheilt. Wir werden auch direkt erstmal die vier Feindeskönnen auf Cloud ausrüsten, wenn wir gleich unten sind. Und dann können wir anfangen. So, schweben wir rein. Sehr wunderschön. So, Substanzen. Ich glaube, Cloud hat sowieso jetzt ein bisschen was frei, ne? Zauber plus, Geschwindigkeit, Glücks plus, die können alle raus. Genauso wie das. Da setzen wir ihm jetzt die vier Feindeskönnen ein. Ich weiß nicht, ob wir hier drin noch trainieren. Aber wir erinnern uns, bei Bugenhagen haben wir ja die großen Substanzen gelassen, ne? Vier Stück an der Zahl. Rot, Grün, Blau und Gelb. Wenn wir alle Zauber, sprich alle grünen Substanzen, auf Master gebracht haben. Wir finden übrigens noch eine hier. Okay, wo geht's hier runter? Hier? Nein? Okay, nein, nein. Wo muss ich lang? I don't even understand. Ah, okay, hier. Ah, sehr gut. Auf jeden Fall, wenn wir alle Grünen auf Master gebracht haben. Sieht so aus, als könnten wir hier runterrutschen. Oh, auf jeden Fall. Alle grünen Substanzen auf Master, die grüne Substanz anreden, die grüne Master, die grüne große Substanz. Wir bekommen alle grünen Master-Substanzen raus aus dem Inventar, bekommen eine Master-Zaubersubstanz. Die wir schon haben. Oh shit. Mir fällt gerade was ein. Was ist das? Speicherkristall erhalten. Das ist sehr wichtig, dieser Gegenstand. Warte. Nein! Scheiße. Ich wollte eigentlich zurück zum Speicherkristall. Und den wir haben, den will ich noch nicht nutzen. Ah, siehst du? Okay. Warte. Ah, jetzt verstehe ich. Hiermit kommen wir zurück. Ah, so läuft der Hase. War doch richtig. Okay. Denn wir müssen Cid rausnehmen. Und wir müssen Yuffie reinpacken. Das hat einen besonderen Grund. Yuffie braucht im Übrigen auch Morph. Denn wir können jetzt hier ein paar Schleifen sichern. Dafür müssen wir nur einen Master Tomberry finden. Da die aber überaus selten sind, will ich Yuffie da in der Zeit im Team haben. Weil das endet sonst... Was willst du denn jetzt? Willkommen an Bord. Wir haben auf dich gewartet. Sehr schön. Ah, siehste. So. Wir nehmen erstmal wieder unseren Vincent natürlich mit. Vincent steht da Teil der Gruppe und unsere Yuffie. Bam. So, dann gehen wir auf Substanzen. Conforma hat sie schon drin, genauso wie die Master Impera, Master Dings. Du bekommst auf jeden Fall Master Zauber. Eine gemeisterte Alle. Dann bekommst du den Meisterbefehl. Dazu bekommst du die gemeisterte, wo haben wir sie? HP-Absorbierung. Das dürfte mir auch ganz praktisch sein. Und du bekommst auch den Meisteraufruf samt der nächsten
MP-Absorbierung. HP-Absorbierung, Verzeihung. Ah, das ist sogar die gemeisterte. Ja, okay, dürfte beides klappen. Ist egal. So, dann haben wir hier noch für andere Sachen Platz. Wie zum Bleistift. Eine Präventivmaßnahme, warum nicht? Wo haben wir es denn? Ah, warte. Ordnen, tauschen. Vincent. Die Gegenangriff. Nein, nicht Vincent, Sid. Mehr XP. Ja, bitte. Yuffie. Nachahmen. Der ist damit drin. Die brauchen wir nicht. Aber wir nehmen sowohl Phoenix. Wo ist er denn da? Wir nehmen sowohl Phoenix als auch Typhoon mit rein. Einfach damit wir die noch ein bisschen leveln können. Ansonsten brauchen wir eigentlich nichts in Yuffie, ne? Die Nachahmensubstanz geben wir Vincent. Zweimal Objekte, okay. Cloud hat Doppelangriff drin. Okay, dann passt das. Ja, definitiv. Denn Cloud wird jetzt hier quasi den Doppelangriff machen, was jetzt vier Angriffe nacheinander ist, wie man unschwer erkennen kann. Die anderen werden dann Nachahmen machen und schon haben wir quasi Beste, ne? So, Yuffie hat Morph, aber Ausrüstung. Hat man nicht noch was, was die Morph-Chance erhöht hat? Wir machen sie mal automatisch und schnell. Morph hatten wir, glaube ich, nicht erhöht. Das wird durch ihre Waffe erhöht. Ne? Und ja, mit Conformer hat man die höchste Wahrscheinlichkeit, einen Morph durchzuführen. Deswegen ist die Waffe quasi Gold wert. Ja? So, wie dem auch sei. Wir starten den Nordkrater. Also gut, los. Und dann heißt es jetzt, Daumen drücken, Kinders. Denn wir müssen natürlich auch hier und da hoffen, dass Speicherkristalle kommen. Den wir gefunden haben, können wir an einer beliebigen Stelle aufstellen. Ich zeige euch die meiner Meinung nach beste Stelle dafür. So, wir wissen, durch die Höhle kommen wir zurück. Ui, einmal rüber. Ah, wir müssen noch was machen. Substanz, wir haben gerade noch was drin bei Vincent, damit ich schneller aus dem Schiff rauskam. Nämlich Feind weg. So, zweimal Objekt, alle. Ja, er hat noch Neo Bahamut Hades und Bahamut 0 drin. Wiederherstellen lassen wir mal auf Meister. Das passt schon so. Und ab geht es. So, den. Da sind wir erstmal direkt sehr, sehr dankbar für. Manipulation. Aua. Vincent, Zauber, Regener. So. Manipulation, schwarzer Drache. Sehr gut. Ah, jetzt muss ich gucken. Drachenkraft. Ich glaube, für Laser muss ich erst wieder welche abrüsten. Aber Drachenkraft müsste eigentlich was sein, was wir noch lernen müssen. Yep. Damit haben wir jetzt viermal Drachenkraft gelernt. Wir machen den Omnischlag. Vincent, benutze mal einen kleinen Trick. Passt auf. Hier, Elixier. Na, der wird wahrscheinlich tot sein. Ich glaube, da können wir nicht mehr viel machen. Ja, der ist down. One hit. So, Vincent ist jetzt natürlich ein bisschen dezent am Arsch. 350, okay, nice. Da haben wir HP plus eine Ebene hoch, sehr geil. Kohle haben wir auf jeden Fall en masse, wie man gesehen hat, ne? Geht's hier, wo geht's denn jetzt hier weiter? Hallo? Ah, hier, okay.
Stimmt, das Ganze ist ein gigantischer Kreis, ne? So, warte, warte, warte. Ich muss mal eben gucken. Substanzen, Laser, Laser. Hier haben wir Laser drauf. Da haben wir eine drauf, habe ich schon gesehen. Ja, hier haben wir eine nicht drauf. Und hier auch nicht. Also müssen wir die beiden erstmal nochmal wieder rausnehmen. Dann hoffe ich mal, dass wir so einen schwarzen Drachen jetzt gleich nochmal kriegen. Na, ja, das sieht ja prickelnd aus hier. Was kriegen wir hier? Wachsamkeit, okay. Wir rennen mal eine Runde im Kreis. Ich will diesen Drachen nochmal haben, den schwarzen. Dann haben wir nämlich Laser safe. Na komm. Schwarzer Drache, schwarzer Drache, schwarzer Drache. Nein. I don't know what you are. Ich sehe nichts. Achso, warte. Jetzt haben wir es. Wir machen Regener auf jeden Fall. Vierfachschlag. Parasiten. Ja, okay, nee. Oder? Manipulation. Okay, hat sich erledigt. Vincent macht eine platt. Oder auch nicht. Gucken wir mal. Okay, funktioniert nicht. Und weg. So, schon hat Vincent nicht mehr ganz so wenig HP. Sehr schön. 200. Und wir haben eine alle reproduziert. Sehr geil. Wir rennen nochmal ein bisschen im Kreis. Wie gesagt, einen schwarzen Drachen wäre jetzt nochmal geil. Weil dann habe ich Laser von den Füßen. Und dann dürften sich jetzt allmählich hier drin unsere Lücken füllen. Was die Feintechniken angehen. Ich glaube, eine können wir nur lernen auf dem Weg nach unten. Also ab dem Punkt auf No Return. Was seid zum Geier ihr? Manipulation. Mhm. Mhm. Jetzt nochmal Manipulation. Okay. Nein. Weg. Dann machen wir sie jetzt platt. Fertig. Oh, E4 Selbstmord. Alle, die durch 4 teilbar sind, sind jetzt tot. Das war... That was prickled. Prickelnd. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob E4 Selbstmord bei den anderen drauf war. Ah, wir haben Gegenangriff reproduziert. Sehr schön. Die lassen wir aber bei jedem aber drauf. So, dann können wir einmal wieder beleben. Einmal ein X-Trank hinterher. So. Substanzen, E4 Selbstmord. Wie sieht das aus? Wo sind sie denn? E4 Selbstmord haben wir hier drauf. Auf beiden. Und hier auch. Okay. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Wollen ja doch noch ein bisschen Progress machen in meiner Folge, ne? Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück und finden nochmal so einen schwarzen Drachen jetzt. Wir sind ja noch nicht ganz unten, ne? Komm, schwarzer Drache, schwarzer Drache, schwarzer Drache, bitte. Nee. Schon wieder so einer. Okay. Du machst wieder Regener auf alle. Ja, jetzt sieht man hier, sie hat jetzt quasi jeden Aufruf, den es gibt, ne? Hat auch jeden Befehl, wie man sieht, ne? Och, nicht schon wieder, Leute. Ja, soweit jetzt sind wir Cloud permanent am Wiederbeleben.
Lohnen tun die sich nicht von der Erfahrung her, wie man sieht. Und again. Gott sei Dank haben wir so ein paar X-Tränke. Viele haben wir damals beim Chocobo-Rennen gewonnen. Wo mir ja immer noch eine Substanz von fehlt. Aber wir sind mal zuversichtlich. So, mal gucken, ob wir jetzt ein wenig mehr Glück haben. Nein, haben wir nicht. Wir gehen stiften. Gegen den kämpfe ich nicht nochmal. Oh, tschüss. Also der Gegner geht mir gerade ein bisschen zu sehr auf die Nüsse. Nee, nee, das lassen wir besser. Kraft erhalten. Und Substanz HP-Absorbierung haben wir nochmal gekriegt. Nice. Moment mal. So, ich hoffe, ihr schneidet das raus. Ah, sehr gut. Manipulation. Vincent. Alle bitte einmal in Regener. Nein, Vincent nicht umbringen. Böse aus. Da haben wir eine. Nice. Was hat Yuffie denn, wenn ich fragen darf? Ah, Gegenmittel. Ah, okay. Laser. Auf Cloud. Und schon haben wir Laser gelernt. Nice. Boy. So. Yuffie kriegt gerade auch ein bisschen mehr Erfahrung, weil ich bei ihr XP-Dings ausgerüstet habe. Substanzen. So. Böser Atem und Zauberatem müssen wir noch lernen. Todesstrafe. Okay, also nicht mehr ganz so viel. Hier ist es ein Stern, nämlich die Todesstrafe. Und bis dahin sind es drei. Also diese hat drei Attacken noch nicht, diese eine. Okay, nice. Elixier, sehr nice. Nee, da will ich nicht hin. Kann ich hier rum... Oh, warte mal. Ich will doch erst in die andere Richtung. Da haben wir nämlich... Ah, Kiste. Kiste ist immer gut. Hallo, geh bitte nach oben, danke. Ich habe keine Ahnung, wie wir gerade hier laufen müssen. Ich tue Dinge einfach jetzt. So. Na super, dann darf ich doch nochmal zurückklettern. So, was haben wir hier? Was bist du? Manipulation, Schere. Gucken wir mal, was er kann. Das war nix. Ja, dann hauen wir den weg. So, jetzt machen wir ganz einfach Folgendes. Nachahmen. Okay, hat sich erledigt. Aber theoretisch, danach würde Vincent auch viermal angreifen und Yuffie eben auch. Deswegen ist das natürlich eine richtig krasse Kombi. Auf jeden Fall eine, die man auf dem Schirm haben sollte. Wachsamkeit, again.
Hallo? Ich kann da nicht wieder hoch, oder was? Scheiße. Okay, wir hätten doch zuerst da vorne hingehen sollen. Jetzt ist eh zu spät. Ah, wir können eh nochmal lang. Kein Problem. Geist. Die Kiste wollen wir aber noch mitnehmen, ne? So. Wir gehen auch hier mal gucken noch. Vielleicht finden wir da auch noch was. Also es wird so einen Punkt auf No Return geben, kennt man ja, ne? Hatten wir bei Witcher, hatten wir bei fast jedem Spiel. Wo man, wenn man hinkommt, halt nicht mehr zurück kann. Wir probieren natürlich diesen Punkt noch zu meiden. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Tschüss. So. Zauber. Wir gucken mal eben hier durch. Reaper, da. Ja, mittlerweile haben wir echt viel Scheiße drin, ne? Der Speicherkristall, den brauchen wir noch nicht. Wir geben natürlich alles unserem Cloud an zusätzlichem Scheiß. Was anderes macht halt keinen Sinn mehr. Da. So. Ach, wieder Parasiten. Es gibt mir mal eben die Möglichkeit, mal eben zu gucken. Weg sind sie, sehr gut. Drachenkraft Laser. Ah, von den Parasiten können wir doch was lernen. Zauberatem. Ups. Da können wir doch noch was lernen. Zauberatem. Okay, wenn wir das nächste Mal haben. Ah, muss ich aber erstmal wieder umrüsten, weil ich glaube, 3 haben die schon. Ne? Ah, wir gucken mal eben. Also das ist jetzt noch so ein bisschen Heckmeck. Zauberatem. Er hat sie schon. Zauberatem. Er hat sie schon. Zauberatem. Er hat sie schon. So, dann können wir hier direkt auch wieder eine abstauben. Sofern wir nochmal so einen Parasiten kriegen. Scheiße, hätte ich eher gucken müssen. Wurst. Kriegen wir schon gedeichselt, ne? Ich meine, zwischen den Folgen kann ich ja auch noch ein bisschen hin und her laufen. So ist ja nicht, ne? Das ist, glaube ich, das kleinste Problem, wenn wir jetzt hier noch irgendwie so, Kleinigkeiten lernen müssen. Wie Zauberatem, hast du nicht gesehen? Lülülülü. So. Ah, sehr gut. Da haben wir sie. Manipulation. Upsa. Miss. Ich krieg das hin. Manipulation. Ich glaube, die... Ah, genau, warte. Yes, es hat geklappt. Nice. Einmal bitte Regen auf alle. So, Zauberatem. Zack. Und dann brauchen wir die nochmal. Dann können wir nämlich E5 Selbstmord lernen. Upsa. Weil mich Vincent sowieso nervt, wenn er sein Limit hat. Machen wir die jetzt mit dem Limit weg. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum. E5 Tod ist, glaube ich, etwas, was wir... Oder wie heißt das? Eventuell müssen wir die Feindeskönnen-Substanzen dadurch jetzt einmal wechseln. Wir müssen mal eben gucken. Ah, nee, perfekt. Keiner von uns ist durch 5 teilbar. Sehr geil. Aber ich gehe jetzt lieber auf Nummer sicher nochmal. Nee, 88 ist nicht durch 5 teilbar. 86 nicht. Okay, nee, dann können wir sie drin lassen. Sauber. So. E5
E5 tot. Hat er hier auf jeden Fall nicht drin. Nee, E5 tot ist hier auch nicht drin. Hier auch nicht. Eine fehlt noch. Wo ist er hin? Da unten. Und hier ist er auch nicht drin. Ach, scheiße. So, wir ordnen einmal, damit es für mich gleich leichter ist, die ganzen Dinger wieder zu finden. Okay. Jetzt will ich nochmal probieren, dass wir eben nochmal einen Parasiten bekommen. Weil E5 Selbstmord will ich dann gleich auch noch abhaken. Dann sollten wir bald auch sämtliche Feindestechniken haben, was für mich persönlich ein erstmaliger Erfolg ist. Zumindest bei allen vier Feindeskönnsubstanzen. Nein. Bei meinem privaten Playthrough habe ich die nämlich die überflüssigen, also sprich die drei anderen, die habe ich verhökert. Weil ich mir sagte, brauch nur eine. Ne? Aber im Prinzip die viermal ist schon eine geile Sache. Die werden wir auch nachher komplett aufteilen. Die Feindeskönnsubstanzen. Einfach damit wir da schon mal richtig Alarm mitmachen können. Ne? Nee. Will ich nicht. Oh, Yuffie räumt aber auf da. Na, leider gibt uns das nicht viel, aber der X-Trank ist willkommen. Dum, 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 dum. Na komm, Parasitchen. Lass dich nicht dreimal bitten. Dankeschön. Manipulation? Nee, das nicht. Zauber. Regener. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. So, E5 tot. Dann gib mal Gas da. Oh, beeindruckend. Feindes können E5 tot. Zack, alle Feindes können Substanzen können das jetzt. Ach, scheiße. Nee, alles gut. Ich dachte gerade, ich habe einen Angriff auf Cloud befohlen mit den Dings, weil die noch unter Manipulation standen. Nice, haben wir die also auch abgehakt. Geil. Und alle hat eine Ebene ab. Sehr nice. Okay. Hier können wir runter. Nice. Geist. Oh, Angriff von hinten. Den müssen wir aber schnell wegrasieren jetzt. Oh, kein Problem. Der macht nämlich immer einen tödlichen Angriff, habe ich gerade eben kurz gelesen. Was ist, wenn wir hier reingehen? Ah, da kommen wir da rein. Okay. Oh, warte, da will ich aber nochmal zurück. Da oben haben wir noch Akishte. Wenn das so ist... Ach, Spiel. Er wieder. Schon wieder von hinten. Meine Güte. Okay.
Sind zumindest schnelle Kämpfskin, ne? Ah, wir müssen bald aufpassen. Cloud erreicht bald wieder ein Level, das durch 5 teilbar ist. Ah, geht doch. Na, dann hier rein und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Ah, siehst du, perfekt, wir kommen hier hin. Mega-Elixier erhalten. So. So, wenn ich das jetzt richtig deute, und davon gehe ich mal aus, können wir hier rein und dann kommen wir in die Höhle. Vielleicht. Oh, wieder so einer. Rasieren wir ganz schnell weg. So, durch den Screen will ich heute aber noch durchkommen. Alles andere ist unakzeptabel. Ah, ich bin gerade schon überlegen, ob wir da eventuell... Wobei, wir müssen eine Master Tombi noch kriegen, ne? Oh, Kollege Schmierschuh wieder. Den können wir diesmal wegrasieren. Nice. Okay, wir sind Level 89. 5000 Erfahrungspunkte. Ja, bye. Bin ich hier? Da komme ich hier lang. Okay. Ich glaube, von da komme ich unten rein und von da kann ich das eine Ding holen. Was haben wir? Parasiten. Hau weg. Nachahm hinterher. Okay. So. Nee, das war da. Okay, das ist jetzt nicht ganz so geil. Dann schaffen wir den Screen hier doch nicht mehr. Dann darf ich jetzt nämlich den ganzen Weg wieder nach oben. Ärgerlich. Komm, den Kampf nehmen wir noch mit. Und dann machen wir die Folge in der... Ach, zwei von euren Buben. Und nachahmen. Sehr geil. Und da sieht man halt, wie mächtig viel Verschlag ist, ne? Und wir haben noch nicht mal die beste Waffe ausgerüstet, ne? Wir haben noch unsere Trainingswaffe drauf. Das kommt jetzt noch erschwerend da hinzu, ne? Muss man an der Stelle mal einfach sagen. Super, jetzt wollte ich eigentlich nach dem Kampf Folgezünde machen und dann gehe ich doch in den nächsten rein. Es geht ja fix. Na komm schon. Macht sie platt. Der erste ist schon down. Sehr gut. Vierfachschlag. Das war's mit dem. Sag ich doch. So, okay. Okay, Kinders, wir sagen an dieser Stelle, Moment, an dieser Stelle sagen wir see you guys. Schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Final Fantasy 7.
Hey, you guys, hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1, das Video wird nicht geteilt. Regel 2, das Video wird nicht geteilt. Regel 3, lass ein Däumchen da. Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Productions.